Ja, hallo und willkommen zur sechsten Spielevorstellung, Tomb Raider. Versuch Nummer 3. Ja, ich habe in letzter Zeit ein paar Fraps-Probleme, keine Ahnung. Der nimmt mir jetzt immer nur die letzte Minute auf. Ja, ich versuche es jetzt einfach ein drittes Mal, hoffe, dass er es diesmal wieder aufnimmt. Bei den kurzen Testaufnahmen nimmt er immer die Zeit auf, die ich dann wirklich aufnehme, aber ja, keine Ahnung. Ich muss einfach riskieren und jetzt darauf hoffen, dass es jetzt wieder aufnimmt. Ja, ich würde einfach sagen, starten wir gleich ein neues Spiel. Da, ihr seht's. Ja, ihr seht's auch am Datum. Diese Spielevorstellung muss morgen raus und ich hoffe, ich bekomme das heute noch hin, weil morgen brauche ich sie. Überschreiben wir das jetzt einfach wieder. Wir spielen auch wieder auf normal und los geht's. Ein berühmter Forscher hat einmal gesagt, was wir tun, ist besonders. Nicht, was wir sind. Ich wollte mir einen Namen machen. Abenteuer nachjagen. Aber stattdessen haben die Abenteuer mich gejagt. Stunden. Hilfe! Wenn das Leben an uns vorüberzieht, finden wir etwas. Etwas, das uns antreibt. Was uns weitermachen lässt. Na toll. Square Enix. A production of. Crystal Dynamics. Schwingen! Bewegen Sie sich nach links, rechts, synchron mit dem Schwung, um Schwungkraft aufzubauen. Bevor wir das jetzt machen, schaue ich jetzt nach, ob der Schweinehund jetzt endlich aufnimmt. Aus dem Grund werde ich jetzt hier kurz die Aufnahme unterbrechen und bin gleich wieder für euch da. Bis gleich. So, da bin ich wieder.
Hat aufgenommen. Ich hoffe, dass er jetzt auch weiter aufnimmt. Also würde ich sagen, einfach weiter. Dann schwingen wir mal nach links Hilfe! Und nach rechts, um uns hier zu befreien. Reyes! Hilfe! Ja, schrei nur Hilfe. Runter! Ich muss runter! Schwinge, Mädel, schwinge ins Feuer! Schwinge! Wir müssen uns doch befreien! Das wird jetzt wehtun. Oh, und wie das weht und wird. Oh ja, extrem weh. Nein, eine Eisenstange! Nein! Zieh es raus! Oh mein, zieh! Ach du Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Schnell hier raus. Lauf, Mädchen, lauf. Ach ja, eigentlich. Oh Gott. Nein. Eigentlich müsste ich eine Frauenstimme reden. Ja, raus hier. Was ist das? Ich hab keine Ahnung, was das ist. Oh nein, da hängt mir. Ach, diese arme Person. Da nimm mal die. Eine Fackel. Die Fackel. Gibt es hier was zu holen? Habe ich eigentlich noch nie geschaut. Nein, gibt es nicht. Aber da vorne kann man was anzünden. Das war laut. Und zurück. Wir wollen nicht niederbrennen. Muhahaha. So. Ja, was ich jetzt auch schon in den letzten zwei Aufnahmen gesagt habe und jetzt wieder sagen werde. Ich finde, sie haben da gute Arbeit geleistet. Beim Lara Croft Modell haben da echt hübsches Mädel draus gemacht. Und was ich noch gut finde, ja gut, das sieht man jetzt schlecht, ja hier vielleicht, sie haben es diesmal nicht so extrem übertrieben mit den Brüsten. Ich fand das immer zu extrem überproportioniert. Diese Frau und dann diese ja, das waren Melonen. Die hat da zwei riesige Melonen vor sich hergetragen. Keine Ahnung, ich schätze mal, den einen oder anderen hat es gefallen, aber ich fand das immer so extrem übertrieben. Wenn das nicht so zum Körperbau der Frau passt. Genau, hier konnten wir ein neues Feuer holen. Ups, so. Dann mussten wir das hier anzünden. Boah, ich hoffe echt, dass der aufnimmt, der Arsch. Gehen wir da mal runter. Und Explosion. Wir leben noch. Wir springen jetzt darauf. Oh oh, schneller durch. Oh nein. Fertig. Ja klar. Ja klar, du wirst mir noch mal Arsch greifen. Helfen, natürlich. Klappe halten. Geh nicht zurück. Ups, Vorsicht, Mädchen, Vorsicht. Oh mein Gott. Also, hier müssen echt Kannibalen hausen, diese ganzen Totenköpfe und alles. Die haben ja hier schon tausende von Menschen aufgespeist. Da, wieder vier. Der nächste Knochenhaufen. Finden Sie einen Weg hinaus? Na gut. Ja, ich weiß. Da hinten müssen wir hin, das ist markiert. So, hier holen wir uns mal ein neues Feuer. Ja. Ich muss sagen, ich habe bis jetzt noch nie alle Tomb Raider Teile gespielt. Also ich habe das die allerersten zwei gespielt und so in der Mitte eins drin habe ich auch mal kurz angespielt. Also ich habe halt noch nie alle wirklich durchgespielt. Und ja. Aber ich finde so von der Grafik und alles her ist dieses Tomb Raider einfach top. Ach Blödsinn, genau, ich muss hier das zuerst anzünden. Diesen Kistenhaufen.
So, da springt das Feuer dann eh über. Dann gehen wir wieder hier rauf. Sehr gut, das brennt. Dann müssen wir jetzt hier rüber hüpfen, damit das nach oben gezogen wird. Und dann hier reinfällt. Zumindest ein paar Stück. Das reicht uns aber schon. So, jetzt müssen wir hier wieder rauf. Dadurch, dass ich das jetzt schon zweimal gespielt habe, weiß ich natürlich schon, was hier passiert. So, jetzt warten wir hier auf das Wasser und geben den einen Schubs. Sehr gut, und jetzt gibt es gleich mal eine kräftige Explosion. Wir sind frei, lauf weiter, mein Mädchen, wir sind fast frei. Davor zieht es schon das Leben. Werden wir es schaffen oder werden wir in dieser Höhle elendig zugrunde gehen? Lauf rein, oh nein, oh nein, oh nein! Vorsicht, Vorsicht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh mein Gott. Oh Gott. Nicht aufhalten lassen, lauf weiter, lauf weiter, lauf weiter und Sprung! Yeah, gut gemacht und Sprung! Sehr schön. Und Sprung. Nach oben mit dir. Na, hopp. Na, hallo. Jetzt, so. So. Und lauf weiter. Oh nein. Schon wieder so ein Arsch. Gib einen Tritt. Ja, voll in die Fresse. Den Schädel zertrümmert. La 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 la. Ja, er ist voll blatt. Brennt. Gut gemacht. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ja, und raufklettern, 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 raufklettern. Wir schaffen das, wir schaffen das, wir schaffen das. Oh oh, weich aus, weich aus. Sehr gut gemacht. Und weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. La 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 la. Wir sind gleich oben. Oh nein. Oh oh. Ja. Weiter geht's, weiter geht's, weiter, 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 weiter. Mädchen, du schaffst es, wir sind gleich draußen, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Juhu! Wir sind die Besten. Puh. Gut gemacht. Ups, ein kleiner Bug mit den Haaren, hm? Naja, kann ja mal passieren. Schöne Aussicht, wenn man sich die ganzen Wracks wegdenkt. Dump Raider. Also hier nach diesem uralten Segelschiff, also da müssen schon viele da an Land gespült worden sein. So. Ja, anders. Das war jetzt gerade so eigentlich nur der Prolog, die Einführung. Ab jetzt geht's richtig los. Seid uns gut. Wo sind Sie? Wahrscheinlich in einem Herz. Suchen Sie nach Hinweisen auf andere Überlebende. Na gut, dann machen wir das. Aber erst müssen wir jetzt wieder über diesen Baumstamm krabbeln. Genau, ganz langsam. Langsam, langsam. Mädchen, langsam, langsam. Oh mein Gott. Halt dich fest, halt dich fest. Und langsam weiter, langsam. Und jetzt schneller werden, schneller werden, schneller werden, schneller werden. Ja, la, la. Geschafft. Wunderbar. Nicht umdrehen. Das liegt alles hinter uns. So, und Sprung. Gut gemacht. Gut gemacht. Weiter geht's. La la da 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 da. Oh, jetzt kommt das mit dem Flugzeug wieder. Okay, sagt sie. Na gut, dann sage ich auch okay.
Ja, wir schaffen das. Wir sind ein gutes Team. Wow. Und backern. Und klettern nach oben. Und springen. Ja. Schön, dass du so durchtrainiert bist. Sonst würde man das hier nicht schaffen. Und nach oben. Und. Ja, Bilder. Oh Gott, halt dich fest, halt dich fest. Oh mein Gott. Mädchen, du machst mich fertig. Oh oh. Nein! Oh mein Gott, pass auf! Jetzt brauchst du deine Wunde auch nicht halten, sonst kannst du ja auch rumblättern und alles. All diese Schiffe. Hm? Tja, ihr habt's auch gehört. Schlimmer als das Bermuda-Dreieck. So, hier entlang. Wände hinaufklettern. Drücken Sie im Sprung Leertaste. Aha, um an der Wand entlang zu hüpfen. Na, machen wir das mal. Hat funktioniert. Sams Tasche. Dann holen wir uns die Tasche. Ja, ja. Sam? Rob? Hört mich irgendjemand? Ich muss sie finden. Hm, wo hat die bloß die Kamera und die Zündhölzer eingesteckt? Hm. Auf wundersame Weise verschwunden. Nein, nicht schon wieder! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh. Oh mein Gott, nein, hier kommen wir nicht mehr rauf. Gut, dann gehen wir halt hier weiter. So, wir müssen uns vor den Sturm verstecken. Hier habe ich schon in den letzten zwei Aufnahmen gesehen. Da drüben hängt so ein Windspiel, das aufleuchtet, wenn man die Gegend untersucht. Aber ich kann damit nichts machen. Ich habe schon versucht, rüber zu hüpfen oder auf einen anderen Weg darüber zu kommen, aber... Das endet alles immer im Tod, also keine Ahnung, vielleicht habt ihr da eine Lösung. So, jetzt erstmal abtrocknen. Sieht verlassen aus. Hört mich irgendjemand? Bitte antworten! Ja, ich sag jetzt ganze Zeit nicht, denn ich will da nicht reinquatschen, wenn was passiert. Schauen wir uns mal ein kleines Video an. Hier sehen wir die schon bald weltberühmte Archäologin Lara Croft, ganz in ihrem Element.
Sie sucht nach dem untergegangenen Königreich Yamatai, Heimat der wundervollen Himiko, mythische Sonnenkönigin und eine Vorfahrin von mir. Sam, das hier ist echt ernst. Ich will nur die Stimmung auflockern. Alle sind so angespannt. Worüber machst du dir Sorgen? Ich bin da an was dran. Ich bin mir ganz sicher. Aber ich weiß nicht, ob die anderen mir zuhören. Ach, es ist doch eh sinnlos. Lara, du weißt mehr darüber als jeder andere. Im Ernst. Und ich sag das nicht, damit es dir besser geht. Ich vertraue dir. Und Roth genauso. Du schaffst das. Lass uns mal eine Pause machen, ja? Okay, okay. Und Sam, danke. So ernst ist sie nicht jeden Tag. Los, los! Hau ihn um! Wie bitte kommst du auf die Idee, dass ich diese Expedition nicht ernst nehme? Lara, ich meine, nicht nur Sams Familie finanziert uns, mein Geld steckt auch drin. Irgendwas hat jeder eingesetzt. Das Geld reicht nicht ewig, Whitman. Genau deshalb sollten wir nach Osten fahren, nicht nach Westen. Niemand vermutet das. Niemand vermutet Yamatai so weit östlich. In den Büchern steht auch nichts darüber. Gefunden haben die Autoren Yamatai auch nicht. Darüber habe ich mit Roth gesprochen. Es macht keinen Sinn, immer nur anderen zu folgen, Dr. Whitman. Ich riskiere doch nicht mein Renommee wegen deiner Ahnung. Ich bin hier der leitende Archäologe. Und wann waren Sie das letzte Mal ohne Fernsehteam unterwegs? Ich habe 30 Jahre Erfahrung, 2 Doktortitel, 1 in Asienkunde. Kümmern Sie sich doch ums Boot, Mr. Graham. Schiff, Dr. Whitman. Es ist ein Schiff. Das weiß ich auch ohne Doktortitel. Sehen Sie, in Richtung Osten werden wir direkt ins Drachendreieck gelangen. Und genau da müssen wir hin. Lara, mein kleiner Vogel. Ich folge dir überall hin, aber dort herrschen böse Kräfte. Eher böse Stürme. Das Bermuda-Dreieck ist dagegen Disney World. Ich komm mit. Die Sage um Königin Himiko erzählt, sie könne einen Sturm beschwören. Mythen sind sehr häufig die Reste einer vergangenen Wahrheit. Was, wenn Yamatai wirklich irgendwo in diesem Dreieck ist? Sieh nur, das hier sind die Satellitenaufnahmen aus dem Drachendreieck. Sieht nicht gut aus. Wenn's nass ist, kann ich drauf segeln. Oh, Sie wollen da genug. Tatsächlich... Reyes hat recht. Wir sind nicht hier, um rumzujammern. Also, jetzt oder nie. Lara bringt frische Ideen und einen Plan. Ich bin der Kapitän. Es ist meine Entscheidung. Wir steuern jetzt ins Drachendreieck. Was mache ich bloß hier? Ja, hau ab! Wir brauchen dich nicht. Ich kann hier nicht einfach rumsitzen. Ich muss etwas zu essen finden. Ja, dadurch, dass ich diese Stelle jetzt genau bisher schon 2-mal gespielt habe, bin ich natürlich immer schneller geworden. Beim ersten Mal habe ich über 30 Minuten gebraucht, beim zweiten Mal genau 30 Minuten. Inzwischen steht der Timer, glaube ich, bei 24. Ja, werde ich jetzt hier mal die Aufnahme pausieren, denn ich weiß nicht, wann der nächste Speicherpunkt kommt und zu lang will ich es auch nicht machen. Ja, ich würde einfach sagen, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann wählt für dieses Let's Play, wie gewohnt, einfach hier unter dieses Video oder unter das Infovideo oder eine direkte Nachricht an mich. Ich suche mir das dann schon alles zusammen, rechne die Stimmen zusammen und in einem nächsten Infovideo erfahrt ihr dann, welches Let's Play dann gewonnen hat. Und das wird dann natürlich dann gemacht. Ja, ich hoffe jetzt nur, dass er das jetzt wirklich auch aufgenommen hat und dass ich dann nicht wieder selbstgesprächig